Ich vermute, dass es mehr Frauen als Männer gibt, deren Seelen verletzt sind. Aufgrund der Emotionen, die wir von Natur aus haben. Aber, liebe Männer, ich möchte euch etwas sagen. Selbst wenn ihr seelisch nicht verletzt seid, habt ihr es vielleicht mit Menschen zu tun, die seelisch leiden. Deshalb kann es hilfreich sein, sie ein bisschen besser zu verstehen. Wir sind von vielen verletzten Menschen umgeben. Und manchmal ist es schwierig, richtig mit ihnen umzugehen, weil sie nach außen hin so tun, als ob sie stark wären. Seelisch sind sie aber nicht gesund. Das Problem ist oft, dass sie ihrer Meinung nach gar kein Problem haben. Sie denken, alle anderen hätten ein Problem. Amen. Was ist eine verletzte Seele? Nun, ich möchte mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben beginnen. Sie fand an diesem Ort statt, wo wir gerade sind. Vor 56 Jahren wurde ich in dieser Stadt hier, in Albuquerque, New Mexico, von meinem ersten Ehemann verlassen. Ich war von meinem Vater jahrelang sexuell missbraucht worden. Aus dem Grund befürchtete ich, dass mich nie jemand haben wollen oder lieben würde. Also schnappte ich mir den erstbesten jungen Mann, der mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenkte, weil ich dachte, dass ich sonst niemanden abbekommen würde. Tief im Innern wusste ich, dass es nicht richtig war. Aber verzweifelte Menschen handeln aus ihrer Verzweiflung heraus und tun dumme Dinge. Nicht wahr? Also heirateten wir. Ich war 18, er war 19. Er war als Gebrauchtwagenhändler tätig. Damals lief das so. Wenn ein Kunde einen bestimmten Gebrauchtwagen haben wollte, den es nur in einer anderen Stadt gab, sagen wir mal in St. Louis, dann bezahlte das Autohaus jemanden, um den Wagen von dort zu holen. Damit verdiente er sich unter anderem sein Geld, indem er Autos zu verschiedenen Orten fuhr. Sein Plan war, mit mir ein Auto hierher zu fahren und dann vor Ort zu arbeiten. Er wollte mir ebenfalls einen Job besorgen und wir würden glücklich bis ans Ende unserer Tage leben. Wir checkten in einem Motel ein. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich bekam einen Job in einem Büro, das ich zu Fuß erreichen konnte. Ich erledigte dort Büroarbeit. Und er ging zu seinem Arbeitsplatz. Soweit ich mich erinnern kann, war ein Freund von ihm mit uns hierher gekommen, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Nach wenigen Tagen, nach ungefähr 10 Tagen oder so, kam er einfach nicht mehr zurück. Er verschwand eines Tages und kam nicht wieder. Ich war 5 Jahre lang mit diesem Kerl verheiratet. Es war wirklich eine verrückte Zeit. Das Gleiche machte er mit mir in Oakland, Kalifornien. Dort hielt ich vor einiger Zeit ebenfalls eine Konferenz ab. Ich finde es bemerkenswert, dass ich vor 56 Jahren in dieser Stadt im Stich gelassen wurde. Ich war völlig allein, hatte nicht genug Geld, um überhaupt nach Hause zu kommen. Ich musste eine Freundin anrufen und mir $75 für ein Busticket leihen. Man konnte im Bus nicht besonders viel Gepäck transportieren. Ich hatte sowieso nicht viel. Aber ich erinnere mich noch an einige Steppdecken, die meine Großmutter gemacht hatte. Vieles davon musste ich zurücklassen. Ich fühlte mich so niedergeschmettert, einsam und hoffnungslos, wie man sich in so einer Situation nur fühlen kann. Im Alter von 18 Jahren war ich gerade einem missbräuchlichen Vater entkommen. Kurz darauf hatte ich diesen Kerl geheiratet. Und es gab bereits erste Anzeichen, dass auch er nicht viel besser zu mir sein würde. Und jetzt bin ich wieder hier, 56 Jahre später. Die Arena ist voller Menschen, die gekommen sind, um mich sprechen zu hören. Und ich möchte... Ich möchte euch mit dieser Geschichte Hoffnung machen. Vielleicht seid ihr gerade am Tiefpunkt eures Lebens angekommen. Es tut so weh. Vielleicht hat euch euer Ehepartner sitzen gelassen. Für die, die von zu Hause aus zuschauen, vielleicht habt ihr das Gefühl, dass euer Leben vorbei ist. Ihr ahnt ja nicht, dass diese Situation auch ein Anfang sein kann. Ich möchte euch sagen, ihr könnt euch die erstaunlichen Dinge, die Gott für euch geplant hat, gar nicht vorstellen. But you cannot
Aber um in den Genuss des Lebens zu kommen, das er für euch vorgesehen hat, dürft ihr eure Wunden nicht euer Leben lang mit euch herumschleppen und sie an anderen auslassen. Also, wenn ihr in die Kategorie verletzte Seele fallt, und das tut in unserer Gesellschaft so ziemlich jeder in irgendeiner Form, dann trefft heute die Entscheidung, ich möchte lernen, das Leben zu führen, das Jesus mir durch seinen Tod ermöglicht hat. Ich möchte das loslassen, was hinter mir liegt, und noch einmal neu anfangen. Bittet Gott, dass er alles, was euch an Ungerechtem und Unmoralischem widerfahren ist, zu eurem Nutzen einsetzt. Mehr noch, dass er es zu etwas macht, das anderen Menschen helfen kann. Seid ihr dazu bereit? Okay. Vielleicht wisst ihr, wir sind ein Geist, wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Ihr seht gerade meinen Körper, aber mein wahres Ich könnt ihr nicht sehen. Ich schaue euch an, ich sehe eure Körper. Nur weil ihr ein Lächeln auf dem Gesicht habt, heißt das nicht, dass ihr glücklich seid. Amen. Just because you... Oder nur weil ihr äußerlich einen guten Eindruck macht. Wir sind sehr gut darin, anderen etwas vorzuspielen. Wie oft lassen wir andere in dem Glauben, wir hätten alles im Griff? Ich sag euch was. Wir befinden uns inmitten von Hunderttausenden Menschen, die innerlich zerbrechen und die versuchen, das durch Äußerlichkeiten auszugleichen. Wir denken, wir bräuchten mehr von diesem oder jenem. Eine Beförderung, ein größeres Haus, ein größeres Auto. Wir denken, wir müssten unbedingt heiraten oder unbedingt nicht mehr verheiratet sein. Was immer es ist, da ist immer irgendetwas. Wir wollen immer irgendetwas, aber das, was wir uns wirklich wünschen, und einfacher kann ich es nicht ausdrücken, ist glücklich zu sein. Innerlich wirklich friedlich und glücklich zu sein. Die Bibel spricht vom Reich Gottes, einer geistlichen Realität, in der es nicht darum geht, was wir essen oder trinken. Anders gesagt, wenn man sich der Herrschaft Gottes unterstellt, geht es nicht mehr um äußere Dinge. Es geht nicht darum, was wir besitzen und in was für einem Haus wir leben. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gott bietet uns also kein perfektes äußeres Leben an. Wir werden weiterhin Probleme haben, genau wie Menschen, die nicht an Jesus glauben. Wir werden Schwierigkeiten und Prüfungen erleben. Wir werden Dinge bewältigen müssen, die uns nicht gefallen. Aber was Gott uns anbietet, ist ein innerer Freispruch, sodass wir gerecht vor ihm stehen. Wie wunderbar ist es, nicht ständig schlechte Gefühle in Bezug auf sich selbst haben zu müssen. Nach dem Missbrauch durch meinen Vater spielte jahrelang immer wieder die gleiche Platte in meinem Kopf ab. Was stimmt mit mir nur nicht? Was stimmt mit mir nur nicht? Was stimmt mit mir nur nicht? Kennt das jemand von euch? Das ist ein großer Hit, den der Teufel millionenfach verkauft hat. Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit mir nicht? Auch andere Menschen fragen uns manchmal, was stimmt mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht? Es ist so wunderbar zu wissen, dass zwischen Gott und mir alles stimmt, weil Jesus meine Sünde am Kreuz auf sich genommen hat. Jetzt kann ich für mich sein und muss nicht mehr gegen mich sein. Menschen sehnen sich nach diesem inneren Freispruch und der muss vor allem anderen kommen. Erst muss man mit Gott versöhnt sein, bevor man inneren Frieden haben kann. Und man muss Frieden haben, bevor man Freude erleben kann. Wisst ihr, ganz gleich, was ihr eurer Meinung nach braucht, um glücklich zu sein, wenn es etwas anderes ist als diese drei Dinge, dann irrt ihr euch und euer Denken ist verdreht. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld ihr habt, wenn ihr weiter unglücklich seid. Es spielt keine Rolle, wie groß euer Haus ist, wenn ihr keinen Frieden habt. Ihr könnt 5 Unternehmen leiten, aber wenn ihr euch selbst hasst, was habt ihr dann? Wonach wir uns wirklich sehnen ist, dass unser Innerstes, unsere Seele, heil und gesund ist. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz das Recht erkauft, eine gute Beziehung zu uns selbst zu haben. Ich hoffe, dass ihr euch vor Ende dieser Veranstaltung entschließt, euer eigener bester Freund zu werden, anstatt euer schlimmster Feind zu sein.
Okay? Wir müssen Freundschaft mit uns selbst schließen. Wenn wir uns selbst ein guter Freund sind, kümmern wir uns nicht mehr so sehr um das, was andere von uns denken. Noch einmal, wir sind ein Geist, wir haben eine Seele, wir leben in einem Körper. Unser Körper zerfällt allmählich, Tag für Tag. Eines Tages wird er sich ganz in Staub verwandeln. Gott sei Dank bekommen wir dann einen neuen Körper. Der wird sich bestimmt gut anfühlen. Es sind unser Geist und unsere Seele, die überleben und die ewig Bestand haben. Wenn ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut habt, dann ist alles in eurem Geist gut. Dann lebt Gott nämlich in eurem Geist. Er musste dort allerdings erst einmal aufräumen, bevor er einzog. Er musste euch im tiefsten Teil eures Seins heilig machen, um in euch leben zu können, da er nicht an einem Ort sein kann, der nicht heilig ist. Eure Aufgabe während eurer irdischen Lebensreise, die ihr mit Hilfe des Heiligen Geistes bestreiten könnt, besteht nun darin, das, was in eurem Geist ist, durch eure Seele zu verbreiten. Dieses Wissen, wer ihr durch Jesus seid, dieses Wissen, dass ihr geliebt seid, die Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, die wunderbare Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Freundlichkeit, all die wunderbaren Dinge, die Gott in euch hineingelegt hat, als ihr geistlich gesehen wiedergeboren wurdet. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das bedeutet nicht, dass wir anders aussehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Es bedeutet auch nicht, dass unsere Seele sich auf einen Schlag verändert. Aber es bedeutet, dass in unserem Geist ein Same von dem allen liegt. Wir haben in uns einen Samen von allem, was wir brauchen, um das bestmögliche Leben führen zu können. Nur müssen wir diesen Samen mit dem Wort Gottes, also den biblischen Wahrheiten, begießen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was für einen Gefallen ihr euch selbst damit tut, dass ihr diese Veranstaltung hier besucht. Denn das, was ihr heute hört, kann, wenn ihr es zulasst, lebensverändernd sein. Es ist wertvoller als alles, was ihr euch kaufen könntet, besser als jede Party, auf die ihr gehen könntet, wichtiger als jede Bekanntschaft, die ihr machen könntet. Eine heile Seele zu haben, mit Gott im Reinen zu sein, Frieden und Freude zu erleben, das sind die wertvollsten Dinge, die wir haben können, und genau das fehlt unserer Welt. Ich habe diese Reise selbst gemacht und ich mache sie immer noch jeden Tag. Das qualifiziert mich, nicht nur, weil ich Bibellehrerin bin, sondern auch, weil ich es selbst erfahren habe, euch zu sagen, es gibt keinen Teufel in der Hölle, der stark genug ist, um euch von dem Besten abzuhalten, das Gott für euch bereithält. Ihr müsst nur euren Teil dazu beitragen und fest entschlossen sein, dieses Beste zu erlangen. Ich möchte, dass ihr heute den festen Entschluss fasst, euch nicht mit einer verletzten, zerbrochenen Seele abzufinden. Okay? Lebt nicht mit einem Minderwertigkeitskomplex, nur weil ihr einen schlechten Lebensstart hattet. Hört auf, euch selbst zu bemitleiden, weil ihr nicht so viele Vorteile hattet wie andere. Die erste Lektion, die ihr lernen müsst, ist: Es kommt nicht so sehr darauf an, wie ihr in eure gegenwärtige Situation geraten seid. Mal angenommen, ihr tragt absolut keine Schuld daran. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, aber mal angenommen, dass es überhaupt nicht eure Schuld war. Das Leben, das ihr jetzt führt, das Durcheinander, in dem ihr euch befindet, es liegt alles an dem, was andere Menschen euch angetan haben. Das tut mir wirklich leid. Aber der erste Schritt in Richtung Genesung ist, dass ihr heute hundertprozentige Verantwortung für euer eigenes Leben übernehmt, für die Lage, in der ihr euch momentan befindet. Es ist vielleicht nicht eure Schuld, dass ihr in diesem Schlamassel sitzt, aber nur ihr könnt mit Gott zusammenarbeiten, um da wieder herauszukommen und um dahin zu kommen, wo er euch haben will. Heute wollen wir also alle Schuldzuweisungen aufgeben. Alles Selbstmitleid. Ich, Arme. Wir wollen uns von allem, wenn doch nur, lösen.
Wenn ich doch nur nicht missbraucht worden wäre. Wenn ich doch nur diesen Mann nicht geheiratet hätte. Wenn ich doch nur nicht in so eine kaputte Familie hineingeboren worden wäre. Wenn ich doch nur bessere Bildungschancen gehabt hätte. Wenn doch nur, wenn doch nur. Ich will euch etwas sagen. Es gibt zwei kleine Worte in der Bibel, die mich absolut begeistern, und zwar doch Gott. Josefs Brüder hassten ihn. Sie verkauften ihn in die Sklaverei. Er verbrachte 13 Jahre im Gefängnis für etwas, das er nicht getan hatte. Josef war jemand, der wirklich versuchte, den richtigen Weg zu gehen. Doch an jeder Ecke wurde er zu Boden geworfen. In der Apostelgeschichte steht, dass seine Brüder ihn zwar hassten und ihm all diese Dinge widerfuhren, doch Gott war mit ihm und schenkte ihm Wohlwollen, wo er auch hinkam. Seid ihr noch da? Ganz gleich, was euch widerfahren ist, ihr könnt heute die Nase vorn haben. Wisst ihr warum? Weil Gott auf eurer Seite ist. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott auf meiner Seite ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Ich bin ein Beispiel dafür. Nur eins. Bestimmt gibt es viele weitere in diesem Saal. Ich bin ein Beispiel für das, was Gott tun kann. Was er mit einer total zerbrochenen, vermasselten, scheinbar hoffnungslosen Lebenslage tun kann, wenn man ihn hineinlässt und sagt alle und lernt auch zu tun, was Gott einem aufträgt. Man kann alle Verse in der Bibel in drei Farben unterstrichen haben. Doch es bringt nichts, wenn man etwas zwar weiß, dieses Wissen aber nicht in die Tat umsetzt. Wir sind alle unterschiedlich und erleben seelische Heilung auf unterschiedliche Art und Weise. Jedem von uns wurde jedoch der Heilige Geist gegeben. Er ist der Einzige, der weiß, zu welchem Zeitpunkt wir am besten welches Problem in unserem Leben angehen sollten. Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Er wird uns den nächsten Schritt zeigen. Wenn ihr diese innere Reise antretet, werdet ihr lernen müssen zu warten, weil sich seelische Heilung nicht von einem Tag auf den anderen ereignet. Auch ich erlebe weiterhin Heilung. Ich lerne immer noch regelmäßig Dinge dazu. Und nach dem zu urteilen, was in der Bibel steht, wird das so weitergehen, bis Jesus uns zu sich holt. Wir sollten unser Leben lang Lernende bleiben. Die Seele ist der unsichtbare Teil von uns, das innere Leben, das nur Gott und wir selbst richtig kennen. Unsere Seele, das sind unsere Gedanken, unser Wille und unsere Gefühle. Sie sagt uns, was wir denken, was wir wollen und wie wir uns fühlen. Wir reden viel über unsere Seele, ob ihr es glaubt oder nicht. Man hört Menschen ständig darüber reden, was sie wollen, was sie denken und wie sie sich fühlen. Ich will, ich denke, ich fühle, ich will, ich denke, ich fühle, ich will, ich denke, ich fühle. Wenn dieser Teil von uns verletzt ist und wir unser Leben davon bestimmen lassen, stecken wir in ernsten Schwierigkeiten. Jemand mit einer verletzten Seele kann nicht klar denken. Er fühlt sich oft schlecht und wünscht sich oft auch nicht das Richtige. Wer eine verletzte Seele hat, möchte sich möglicherweise rächen. Obwohl Rache das Schlimmste ist, worauf man sein Leben ausrichten kann. Es wird einem nie das geben, was man sich im tiefsten Inneren wünscht. Eigentlich will die Seele Gerechtigkeit, Frieden und Freude haben. Und diese Dinge kann man nur von Gott bekommen. Also, falls eure Seele durch Missbrauch, ungerechte Behandlung, Ablehnung, Scham, Schuld oder andere schmerzhafte Dinge verletzt worden ist und ihr diese Dinge noch nicht aufgearbeitet habt,
dann funktioniert ihr nicht auf gesunde und normale Art und Weise. Das mag euch nicht bewusst sein. Vermutlich seid ihr so wie ich. Ihr denkt, mit allen anderen stimmt etwas nicht. Oh ja, das denken wir. Was ist dein Problem? Vermutlich habt ihr mich das schon einmal sagen hören, aber ich staune immer noch darüber. Ich weiß noch, wie ich eines Tages mal wieder dafür betete, dass Dave sich verändern möge. Gott, du musst Dave verändern. Ich kann mit so einem Mann nicht leben. Du musst ihn verändern, Gott. Knöpf ihn dir vor, verändere ihn. Eines Tages, als ich sehr intensiv dafür betete, dass Gott Dave verändern möge, hörte ich Gott innerlich flüstern, Dave ist nicht das Problem. Das verwirrte mich, denn wenn Dave nicht das Problem war, konnte ich mir nicht vorstellen, wer es sonst war. Im Ernst, ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich dachte, an dem Tag, als ich mein Elternhaus verlassen hatte, hätte ich auch meine Probleme hinter mir gelassen. Seht, man kann sich zwar körperlich von einem Problem entfernen, es aber in seiner Seele mitnehmen. Solange man es nicht aufarbeitet, trägt man es mit sich herum. Und das Verborgene kann einen buchstäblich krank machen. Ich möchte Sie ermutigen, heute die Entscheidung zu treffen, dass Sie nicht länger mit einer verletzten Seele durchs Leben gehen. Entscheiden Sie sich für das Leben, das Jesus Ihnen durch seinen Tod ermöglicht hat. Lassen Sie die Dinge los, die hinter Ihnen liegen, und fangen Sie ganz neu an. Bitten Sie Gott, dass er aus all der Ungerechtigkeit, die Ihnen widerfahren ist, etwas Gutes macht. Erlauben Sie ihm, daraus etwas zu machen, womit Sie anderen Menschen helfen können. Als ich das erste Mal an diesen Ort außerhalb der Stadt kam, war er sehr verlassen. Mit hohen Bäumen, Felsen. Es war ein ideales Versteck für Leute, die in illegale Aktivitäten verstrickt waren. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Viele dieser Orte sind unbewohnt. Als wir noch vor der Corona-Pandemie angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn Wasser ist eine wichtige Grundlage für diese Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Hier gibt es ein paar Brunnen, ungefähr 3 oder 4. Aber sie sind jeweils einer Gesellschaftsgruppe oder Religion zugeteilt. Anderen wird nicht erlaubt, dort Wasser zu holen. Wir haben diesen Brunnen extra außerhalb des Kirchengeländes gebohrt, damit hier jeder Tag und Nacht Wasser holen kann. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Wir haben hier etwas gestartet, was die örtlichen Pastoren weiterentwickeln kann. Die Gemeinde kann unter ihnen wachsen. Sie können neue Leiter finden und ausbilden, die dann wiederum eigene Gemeinden gründen. So lernen durch dieses eine Projekt viele Menschen Jesus kennen. Ist das nicht wunderbar? Es ist mir so eine Ehre, heute mit euch hier zu sein. Im Namen von Joyce Meyer Ministries und Hand of Hope nehmen wir jetzt diesen Brunnen in Betrieb. Wir beten, dass dieser Brunnen für die Menschen in dieser Gegend eine große Hilfe sein wird und ein Zeichen dafür, wie sehr Gott sie liebt. Unsere Organisation setzt sich für Menschen auf der ganzen Welt ein.
Wir helfen ihnen, indem wir die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben und auch durch Dinge wie Gesundheitsfürsorge, sauberes Trinkwasser und Essensversorgung. Im Grunde sind wir wie eine große Familie. Heute lade ich Sie ein, Teil dieser Familie zu werden. Falls Sie noch kein Partner von Joyce Meyer Ministries sind, würden wir uns sehr freuen, Sie willkommen zu heißen. Wir bitten Sie nicht um einen bestimmten Geldbetrag, sondern darum, dass Sie für uns beten und das tun, was Gott Ihnen Ihrer Meinung nach aufträgt. Und dass Sie es dann beständig tun. Diese Beständigkeit ist wichtig, weil wir ständig im Fernsehen sind und Partner brauchen, die unsere Arbeit mittragen. Dadurch ermöglichen sie nicht nur, dass im Fernsehen die gute Nachricht von Jesus weitergegeben wird. Sie ermöglichen auch viele, viele Hilfseinsätze. Tausende und Abertausende Menschen bekommen durch uns Essen, sauberes Wasser und Gesundheitsfürsorge. Wir verteilen Bücher in Gefängnissen. Wir tun somit das, was wir laut Jesus nicht vergessen sollen. Es wäre schön, wenn Sie beten und es sich von Gott ans Herz legen lassen würden, unserer Familie beizutreten. Danke, dass Sie es sich überlegen werden. Gott segne Sie. Möchten Sie mehr wissen über den christlichen Glauben? Dann rufen Sie uns an. Unser Team ist gerne für Sie da. Hat diese Sendung von Joyce Ihrer Seele gut getan? Dann bleiben Sie dran und holen Sie sich noch mehr Ermutigung. Auf unserer Website gibt es eine extra Seite dazu, wie Ihre Seele heil werden kann. Dort finden Sie viele weitere Videos und vertiefende Texte von Joyce. Gehen Sie dazu auf joyce-meyer.de/heilung und setzen Sie Ihre Zuversicht auf Jesus. Schon wieder nichts mehr drin? Ich will doch nur meine Ruhe. Und das alles bis morgen? Wann hört das endlich auf? Was auch immer es ist, das Sie gerade stresst, vergessen Sie nicht. Gott möchte nicht immer Ihre Umstände verändern, sondern Sie. Joyce Meyer weiß, wovon sie spricht. Ihr Buch Überlastet zeigt, gegen Stress kann man nicht immer was tun. Gegen gestresst sein schon. Bestellen Sie das Buch Überlastet jetzt telefonisch unter 040 88 88 41 11 oder im Internet unter joyce-meyer.de.